Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXWord.com mit mir Alexander Kaiser mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und letzte Woche gewann in Auteuil Caridas von der Spitze aus. Das war ein Husarenritt, aber da gab es auch noch eine gute Quote. Über 70 gab es da, also ich hoffe, da konnten Sie den einen oder anderen Euro mitnehmen. Ja, für diese Woche ein buntes Programm. Wir haben ja unter der Woche Cheltenham gesehen. Das war wirklich 1A. Ganz große Klasse, wie dort der Sport auch vorangetrieben wird. Also große Gelder und auch große Felder. Richtig, richtig guter Sport. Am Wochenende jetzt schauen wir am Samstag nach Saint-Cloud und Sonntag dann noch Auteuil und werden auch noch einen Abstecher nach Mülheim machen in einen tollen Ausgleich 2. Aber zunächst zu den Franzosen nach Saint-Cloud. Samstag steht auf der Karte der Prix Expurit 2000 Meter Gruppe 3. Ja, und hier sind echte Cracks, muss man wirklich sagen, hier in diesem Starterfeld. Gruppe 3, aber Horizon de Ré, der hat schon mehr als Gruppe 3 gewonnen. Also ein Pferd, was 54 Valeur hat, kommt vom Oktober 23. Seine Siegesserie wurde nur in den Champions Stakes durchbrochen. Ein absolutes Top-Pferd aus dem Stall von Coutier steht bei 433.000 Gewinnsumme. Jetzt muss er aber richtig viel geben in diesem Gruppe 3, 59 Kilo. Also, ob er da die Karten aufdecken wird, ist doch eher fraglich. Marquisat aus dem Stall von André Fabre, von den Blauen von Godolphin, hat nur wenige Starts. Kommt auch vom Oktober 23, wurde nur von Iresin geschlagen. Und diese Saison sollte das Pferd auf jeden Fall einschlagen. Mushtaba, auch noch genannt aus England, kommt vom Mai 23, also da ist eine ganz, ganz große Lücke. Nicht sicher, ob er läuft, aber wenn er läuft, ist er durchaus interessant. American Flag hat den Start in 24 schon gehabt, dort wurde er Dritter. American Flag geht jetzt wieder hoch auf 2000 Meter, das ist doch eher ein Fragezeichen. Hayasag natürlich auch noch zu erwähnen, das Pferd lief sogar letztes Jahr im Arc. Gewann den letzten Start nach langer Pause, also dieses Pferd sollten Sie auch durchaus beachten. Starkes Rennen, wer deckt die Karten auf zu Beginn der Saison hier, der Sandbahnsaison hier in Saint-Cloud? Ich gehe mal mit der Marquisat, denn André Fabre stellt die Pferde immer siegfertig hier an den Stall und Godolphin will sowieso immer nach vorne laufen. Deswegen für mich Marquisat, der Sieger am Prix Expurit am Samstag in Saint-Cloud. Dann geht es weiter nach Auteuil in den Grand Steeplechase Masters Prix Troy Town, 4400 Meter Gruppe 3. Und das Rennen ist auch sehr hoch dotiert. Gute Pferde hier genannt, grandios, steht hier mit 69 Kilo an 1. Muss ganz viel geben, kommt vom November 23, wurde dort Zweiter im Gruppe 1. Letztes Jahr auch gut angefangen und er kann hier auch beim Saisondebüt ganz nach vorne laufen. Ja, Juntos Ganamos, das ist vielleicht das Pferd mit der meisten Klasse hier, 75 Valeur, das kann hier fast keiner geben. Kennt eigentlich nur Siegen oder Fallen, die Distanz sollte passen. Letztes Mal ist er wieder gefallen in Gruppe 1. Interessanter Starter, aber trotzdem, Gallipoli scheint sich wieder voll gefunden zu haben. Anfang des Jahres 23 lief es nicht so gut, aber das Pferd hatte sich dann gefunden zum Ende der Saison und hat auch Anfang der 24er-Saison ein Gruppe 3-Rennen nur knapp verloren. Das war toll in der Niederlage, Gallipoli kämpfte dort großartig. Ja, Grandios und Juntos Ganamos sind natürlich die Favoriten, wenn sie laufen. Aber Gallipoli kämpfte wirklich sehr bravourös im Gruppe 3. Die Distanz sollte auf jeden Fall für ihn sehr gut sein. Für mich, das Pferd Gallipoli hier eine Siegplatzwette auf jeden Fall wert. Und dann geht es weiter noch am Sonntag nach Mülheim in den Ausgleich 2, 1400 Meter, 13.000 Euro die Dotation. Kleines, aber feines Feld ist hier zusammengekommen. Scipio aus dem Wilderstall war Zweiter in St. Moritz, davor die Leistung in Deutschland eher schwach, aber mit der Kondition im Bauch kann er hier auf jeden Fall weit sein. Nerion lief im Oktober zweimal sehr, sehr schwach, war auch stark gewettet. Da haben die Wetter einiges an Geld verloren, gewann ja davor eine Auktionsrennen und ein Ausgleich 2. Also da schlummert doch mehr aus dem Stall. Das Pferd hier von Peter Schürgen hier, der ist noch ganz gefährlich. Energy Dragon, 6 Starts hatte das Pferd hier die letzten Male und gewann hier auch sehr, sehr viel. Also aus 7 Starts 6 Siege, das wollte ich sagen. Davon zuletzt 3 auf der Sandbahn, muss aber Berge von Gewicht geben. Also das ist schon wirklich eine große Leistung, die das Pferd hier zeigen muss, um das Rennen zu gewinnen. Aber trotzdem, mit der Kondition, 3 Sandbahnstarts, 3 Siege, ist natürlich nicht wegzudiskutieren. Marc Aurel geht hier mit 52,5 Kilo ins Rennen. Sein 7-Längen-Sieg in Hannover ist noch gut in Erinnerung. Danach in München-Rieben schwach gelaufen. Auch dieses Pferd hier mit einem Fragezeichen zu versehen.
Ich gehe aber mit Scipio. Der hat sich in St. Moritz angeboten und mit diesen 53,5 Kilo sollte er zumindest 1-2 sein. Da hinten ist alles möglich. Energy Dragon ist natürlich hier ganz interessant, aber wie gesagt, der muss hier fast 10 Kilo mehr geben als der gute Scipio. Deswegen für mich Scipio der Tipp hier am Sonntag im Mülheim im Ausgleich 2. Das war's schon wieder hier mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Weiten an diesem Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.